Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video. Heute brauchst du einen Gurt, vielleicht sowas ähnliches wie einen Bademantelgürtel. Leg es dir schon mal bereit und dann komm ins Sitzen. Das kann auf dem Boden sein, im Schneidersitz oder in einer anderen Sitzposition. Du kannst dich auch alternativ auf den Stuhl setzen. Beginn die Schultern ganz großzügig zu kreisen. Einatmung, heb die Schultern zu den Ohren und lass sie mit der Ausatmung auf dem Rücken nach unten sinken. Ich zeig dir das Ganze einmal von der Seite. Schau, dass du aufgerichtet bleibst und dein Brustbein hebst, die Wirbelsäule streckst und dich ruhig in der Bewegung ganzheitlich über die Wirbelsäule rundest. Über die Einatmung streck dich, Schultern nach hinten unten. Die Ausatmung, wenn du magst, runde dich. Bring einfach Bewegung, Mobilität in die Schultern. Schau, dass die Rippenbögen zueinander gezogen bleiben. Und die Schultern ganz weich in der Bewegung immer größer werden. Mach das Ganze noch ein paar Mal in der Geschwindigkeit und Intensität, die dir jetzt gut tut. Werd langsam größer in der Bewegung, indem du die Hände auf die Schulterköpfe setzt und die kreisende Bewegung über die Ellbogen anführst. Vielleicht merkst du schon hinein, dass die Schultern vielleicht ein bisschen steifer sind, ein bisschen angespannt, es schon anstrengend wird für dich. Und variiere, ob du auch hier weiterhin die Wirbelsäule rundest, mit der Ausatmung Ellbogen sinkst, den Kopf sinkst. Mit der Einatmung das Ganze hebst. Und werd langsam noch größer in der Bewegung. Streck die Arme lang aus. Wenn es geht, führ beide Arme in großen Kreisen nach hinten und wieder nach vorn. Wenn dir das zu viel ist, kannst du die Bewegung auch splitten und beide Arme wie so eine Windmühle unabhängig voneinander durch die Luft kreisen lassen. Beginn langsam die Bewegung nach vorne in die entgegengesetzte Richtung auszuführen. Kreise, kraule durch die Luft. Vielleicht wieder unabhängig die Arme bewegen oder beide in die gleiche Richtung nach vorne. Auf jeden Fall genieße die Bewegung, auch wenn es vielleicht anstrengend wird. Lass wieder Energie in die Schultern kommen, lass sie warm werden. Wir werden auch hier langsam wieder kleiner. Komm nochmal zurück zu dem halben Arm. Kraule vorwärts mit den Ellbogen durch die Luft. Schau, dass der Nacken dabei schön lang bleibt. Und dann hängen einen Moment die Arme neben dir aus. Spür einfach nach, schüttel aus, was du ausschütteln magst. Und setz dich wieder gerade und aufrecht hin und streck die Arme lang aus den Schultern raus. Schultern tief über die Fingerspitzen gestreckt, beginn jetzt die Arme in kleinen Kreisen nach vorne zu ziehen. Ganz stabil, ganz kräftig, nur nicht im Kiefer, locker den mal kurz aus, ein bisschen wirklich den Unterkiefer ausschütteln, Zunge vom Gaumen. Atme, kreise, ganz stabil und dann auch hier die Richtung wechseln, das Ganze in kleinen Kreisen nach hinten führen. Zieh langsam die Hände zu dir heran und schieb sie mit Kraft von dir weg. Lass es richtig schön warm in der Schulter werden. Gute Durchblutung, auch wenn es anstrengend ist. Ach, löst das Ganze auf und locker. Für unsere nächste Übung begib dich bitte in den Vierfüßlerstand. Setz die Knie unter deinem Becken auf, polster dir gern die Knie, damit du es weich hast. Die Hände unter den Schultern. Die Wirbelsäule ist ganz lang. Zieh sanft den Bauchnabel zur Wirbelsäule Richtung Decke. Atme ein und aus.
Lass dein Brustbein Richtung Boden sinken, ganz lange Wirbelsäule. Und schieb dich zwischen den Schulterblättern wieder kraftvoll nach oben. Ein kleiner Fahrstuhl. Lässt du nur den Oberkörper eine Etage sinken und wieder anheben. Keine Auf- und Abwärtsbewegung in der Wirbelsäule. Du bist ganz stabil im unteren Rücken. Ganz lang. Vom Scheitel bis zum Steiß. Einzige Bewegung, Mobilisierung und Kraft ist wirklich im gesamten Schultergürtel. Spür, wie die Schulterblätter am Rumpf entlang zueinander gleiten, wenn du sinkst. Und am Rumpf Richtung Achselhöhlen nach unten ziehen, wenn du dich rausschiebst. Ein letztes Mal. Und löse langsam auf. Setz dich nach hinten zu deinen Fersen und locker Arme und Handgelenke kurz ein bisschen aus. Spür nach. Für unsere nächste Übung komm in die Bauchlage. Streck dich lang aus. Leg die Arme zur Kaktusform neben dir auf die Matte ab. Der Blick ist nach links. Und komm ganz langsam mit Unterstützung der linken Hand auf deine rechte Körperseite gerollt. Wir dehnen ganz bewusst die Brustmuskulatur und schaffen hier Mobilität für die Schulter. Dein rechter Arm nach wie vor im rechten Winkel oder gerne in der Position, wie es für dich angenehm, auf dem Boden aufgelegt. Atme in die Dehnung ein und löst das Ganze ausatmend wieder auf. Komm über die Bauchlage zurück, gib ein wenig Kraft auf die rechte Hand und dann roll dich langsam auf deine linke Körperseite. Variiere hier in der Position, den linken Arm aufzulegen und atme. Raum in den Brustkorb. Nochmal tief ein mit der Ausatmung in die Bauchlage zurück. Setz die Unterarme auf und wandere dich mit den Knien bis nach vorne unter deinen Bauch, sodass du in den Fersensitz kommst. Die Ellbogen aufgesetzt, wenn du magst, die Knie geöffnet, in den Brustkorb dazwischen Richtung Boden sinken zu lassen und löse die Unterarme vom Boden weg. Bring die Handflächen über den Kopf zusammen. Dehne die Armrückseiten. Lass die Achselhöhlen mehr Richtung Boden sinken und wenn du magst und kannst, wandere mit den Ellbogen weiter nach vorn. Ganz viel Raum für die Rückseite deiner Schulter. Atme. Noch einmal tief ein. Mit der Ausatmung streck die Arme langsam aus, bring sie zurück auf die Matte. Werd nochmal ganz lang in den Arm und komm von hier aus. Knie zusammen, Gesäß über den Fersen, Wirbel für Wirbel ins Sitzen zurück. Richte dich auf. Komm für unsere nächste Übung wieder zurück ins Sitzen. Wenn du magst, optional gerne zurück auf den Stuhl und nimm dir dein Gurt oder Gürtel. Richte dich lang auf und nimm den Gurt in deine rechte Hand. Lass den Gurt lang nach unten hängen, wenn du den rechten Arm Richtung Decke nach oben streckst. Heb wieder dein Brustbein an. Schieb den Scheitel als höchsten Punkt Richtung Decke. Jetzt beginn den gestreckten Arm ganz lang nach hinten zu führen. Rippenbögen zueinander. Schulterblatt, Ellbogen, Handrücken rechts. Schieben nach hinten. Öffne. Werd weit. Aus dieser Position heraus beug den rechten Arm. Lass ihn einfach sinken. Schieb nochmal ganz intensiv den rechten Ellbogen und dein rechtes Schulterblatt zurück. Lass jetzt deinen linken Arm zum Einsatz kommen. Ganz weit unten, am unteren Ende deines Gurts, hält er sanft das Gurtende fest. Atme nochmal ein. Mit der Ausatmung ganz sanfter Zug. Über die linke Hand den Gurt nach unten
den rechten Arm noch weiter in die Öffnung zu führen. Atme tief in die Dehnung ein und aus. Löst das Ganze auf, streck den rechten Arm aus, locker ein wenig und dann übernimmt die linke Hand den Gurt. Streck den linken Arm so gut es geht Richtung Decke, wird insgesamt wieder ganz lang. Lass die linke Schulter bewusst sinken, Nacken lang, Brustbein hebt. Atme. Auch hier wieder linke Schulterblatt, Ellbogen, Handrücken zurückschieben. Rippenbögen zueinander. Weite dich in deiner Bewegung, in deinem Atem zurück. Von dort langsam den linken Arm beugend und die rechte Hand übernimmt mit sanftem Zug das Gurtende. Atme in die Dehnung und in die Weite in deinem Körper ein und aus. Löse auch langsam diese Seite. In den linken Arm wieder zu strecken, dich ein bisschen nachzubewegen, diese Energie und Wärme in der Schulter wahrzunehmen. Wir kommen langsam von hier auf den Boden in den Vierfüßler. Hände unter den Schultern, Knie unterm Becken. Ganz weich und mobil, genüsslich einatmend ins Hohlkreuz. Heb dich. Mit der Ausatmung, Wirbel für Wirbel in den Katzenbuckel, runde dich. Mach das hier bewusst wieder in deinem Atemrhythmus, um einfach reinzuspüren, wie der Raum in der Schulter hier sich vielleicht jetzt schon bemerkbar macht. Du Mobilität und Beweglichkeit geschaffen hast. Auf und ab. Ein. Und aus. Ein letztes Mal ein. Heb dein Brustbein an und mit der Ausatmung löst die Bewegung auf, locker und komm bitte noch einmal ins Sitzen, gerne wenn du magst, zum Abschluss nochmal auf den Stuhl zurück. Wir schließen diese Übungsreihe mit einer wunderbaren Eigenmassage. Richte dich dafür nochmal auf und greife einmal überkreuzt mit deiner rechten Hand an die linke Nackenmuskulatur. Pack hier richtig gut zu, die Finger und der Handballen. Nimm so richtig ein ordentliches Paket deiner Nackenmuskulatur auf. Lass den linken Arm sinken, atme ein. Beginn ausatmend die Schulter zu heben und zu senken. In diesen kraftvollen Griff hinein atme dich über das Heben und Senken. In diese wunderbare Massage. Halte die Intensität deines Griffs, so gut es für dich machbar ist. Atme, genieße, Schulter hebt und senkt. Und löse auf, spüre einmal bewusst in die linke Schulter nach. Zum Ausgleich wechsle die Seite. Und deine linke Hand auch hier den intensiven Griff in der rechten Nackenmuskulatur. Schau, dass der Daumen ausgespart ist, dass hier nichts kneift, nichts drückt. Lass den rechten Arm wieder sinken und pack gut zu. Und dann mit der Atmung gerne synchron Schulter heben und senken. In dieser hebenden und senkenden Bewegung den Griff gerne intensivieren. Atme, genieße. Hier die Muskulatur langsam wieder weich werden zu lassen. Noch 3, 2, 1
Und dann locker das Ganze. Spür nach Länge, Weite, Gelöstheit für den Nacken. Ich wünsche dir einen wundervoll entspannten Tag.